Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir haben das Herzteil endlich. Ich glaube, es war auf dem, wo ich jetzt gerade stehe, auf dem Fleck. Irgendwo, eins von den paar war's. Egal, wir haben das Herzteil. Oh, endlich. Endlich. Schön, 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 schön. Somit haben wir eigentlich alles erledigt, bevor wir jetzt in den nächsten Palast gehen können. Wow, ich hab die Tür geöffnet. Nice. Ja, und wir gehen in den Wald. Denn dort finden wir eine Sache. Nein, wir gehen noch nicht in den Wald. Wir können noch etwas erledigen. Bevor wir in den Wald gehen. Noch Herzteile und so finden. Cool. Ja, stimmt. Dann holen wir uns noch ein paar Herzteile. Genau, und zwar können wir erstmal zum Friedhof gehen. In dieser Welt dürfte da eigentlich nicht wirklich was sein. Wenn ich das jetzt noch recht in Erinnerung habe. Was auch immer dieser Pfeil hier zu tun, also zu sagen hat, weiß ich nicht. Was ist in dieser Höhle, wenn ich da rein könnte und mir so ein Fettsack nicht den Weg versperren würde? Hi? Hey Kumpel, kannst du mir ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen, aber die Sache ist ja... Okay, machen wir mal. Lange Kumpel, ich verrate dir etwas, in der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist aber versperrt, normale Bäume richten da nichts aus Schaden. Dein Ernst? Oh, das sind ja langweilige Hinweise irgendwie. Es könnten gerne so Herzteil-Hinweise oder so sein. Hier drunter ist nichts. Aber wir können hier hoch. Genau. Und hier jetzt den Spiegel benutzen. Ich muss mein Mikrofon irgendwie mal kurz ein bisschen richten. So. Und in die Höhle, denn hier drin dürfte ein Herzteil sein. Oder irgendwas dürfte hier auf jeden Fall sein. Kann ich das jetzt eigentlich? Nein, kann ich immer noch nicht zerstören. Schade. Nein, ich will nicht die Flöte. Das. Yeah. Herzteil. Yeah. Nice. Ein weiteres Herzteil. Und dann können wir noch was hier auf dem Friedhof erledigen. Hust, hust. Und. Ja. Okay. Erstmal. Okay. Ich will aber diese Welt hier zurück. Denn. Ja, sonst muss ich irgendwo wieder einen Teleporter finden und darauf habe ich keine Lust. Zack. Dein Ernst, den Rubin wollte ich eigentlich haben. Und danke für Schaden machen, Fliege. Nein, Biene. Zack, einmal zurückporten. Das kann man auch schon machen, bevor man den fünften Palast erledigt hat. Ich demonstriere das mal eben. Eigentlich muss man hier nämlich Anlauf nehmen. Also die Steine hochheben halt und Anlauf nehmen, aber man könnte sich hier auch zurückporten in diese Welt. So, irgendwo hier. Scheiß Geister. Und dann muss man nämlich rammen. Das kann man halt auch, wenn die Steine im Weg sind. Also eigentlich braucht man dafür den vierten Palast noch nicht gemacht zu haben. Und hier drin finden wir den Unsichtbarkeitsmantel. Ja man, den Zauberumhang. Damit können wir uns, ja, unsichtbar machen. Und kriegen dadurch auch keinen Schaden von irgendwas. Wir kriegen keinen Schaden. Und ja. Ist halt relativ unnötig. Das Item, aber. Also wir brauchen es, soweit ich weiß, eigentlich für nichts wirklich. Also es ist jetzt kein Pflicht-Item. Aber es ist für eine Sache schon ziemlich nützlich. Für ein Herzteil, glaube ich. Herzteil? Ich glaube Herzteil. Obwohl man da, glaube ich, auch ohne lang kommen könnte. Man braucht dann halt nur Feen und vielleicht alle Herzen oder so. Egal. Wir müssen hier hin. Und hier einmal rein. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Was ist hier drin? Okay. Nichts Wichtiges. Dim, dim, diddlim, dim. Dim, dim, diddlim, dim. Dim, dim, diddlim, dim. Wir teleportieren uns hier zurück und hier waren ja Holzfäller am Werk, ne? Genau, und der Baum ist mittlerweile fertig gefällt, so gesehen. Und man muss dagegen rennen. Und
dann kann man in den Baum hineinfallen. Wodurch man hier landet. Feen bekommt... Kein Herzteil? Doch, oder? Oder? Ja, okay. Und ein Herzteil bekommt, genau. Ha, schön, ich dachte gerade, ey. Heieiei. Ich dachte gerade schon. Das wäre nicht so gut gewesen. Ich weiß gar nicht, wo die Baumfäller jetzt sind. Ich guck mal hier rein. Nee. Hä. Sind weg. Putz. Schild zerstört. Ja. Das war's jetzt aber auch, glaube ich, wirklich erstmal mit den Sachen, die wir hier erledigen können. Wir rennen... Oh, cool, da kommt eine Fee raus. Gut zu wissen, Leute. Gut zu wissen. Aus dem Baum kommt eine Fee. Ich will... Aua. Aua. Nein. Aua. Drecksviech. Nein, ich will das Herzchen haben. Danke. Von wo aus bin ich denn immer in den Dungeon gegangen? Von hier aus? Ich weiß es nicht genau. Geh weg. War das von hier aus? Ich weiß es nicht mehr. War das vielleicht hier runtergefallen oder so? Ich weiß echt nicht mehr, von wo ich da mal reingegangen bin. Okay, von hier schon mal nicht so unbedingt. Zumindest war das nicht... Oh Gott. Nötig. Da ist eine Truhe? Ich war in diesem Abschnitt des Palastes, glaube ich, einmal oder so, wenn es hochkommt. Scheiße. Und hier wollte ich auch nicht hin. Jetzt stirb! Danke. Hier dürfte ein Schlüssel drin sein. Gut. Ist richtig. Gut. Okay, nö. Nö. Ah, okay, okay. Hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin, glaube ich. Okay, hat funktioniert. Wir bekommen die Karte schon mal. Okay. Okay. Stimmt. Dann passiert das. Verdammt. Hier bräuchten wir jetzt einen Schlüssel. Oh, ich hasse diesen Palast, ey. Ich hasse diesen Palast. Aber, Moment, nein. Wir mussten nämlich irgendwo runterfallen, glaube ich. Ich glaube, wir mussten irgendwo runterfallen. Hier würde man runterfallen können, aber ich glaube, das war's nicht. War das vielleicht hier rein? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier kommt mir das bekannt vor. Hier war ich, glaube ich, auch immer. Oh Gott, Hand. Jetzt geh... Danke. Und du auch, bitte. Danke. Magie. Schalter. Kusch. So, wir mussten, glaube ich... Das hier. Nämlich so draufziehen. Zack. Was? So. Und hier bekommen wir den großen Schlüssel, glaube ich. Aua. Oder? Ja, gut. Okay, hier haben wir den großen Schlüssel. Schön. Okay. Und hier können wir aufsprengen, wie es aussieht. Nee. Dieser Palast verwirrt mich immer mega. Das ist richtig ätzend. Wow. Wow. Okay. Okay. Mann. Yeah. War ja voll nötig, hier lang zu laufen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier lang. Noch einmal. So. Falls wir hier noch irgendwas haben. Ich weiß es nämlich nicht. Ich glaube, aber irgendwie nicht. Hä? Bringt es irgendwie was? Kann man da irgendwie... Ich würde jetzt Enterhaken irgendwie vermuten, so. Ganz stumpf. So. Ah, scheiße. Aber wie es aussieht, nicht, ne. Also da oben kommen wir nicht lang? Oder so? Oh Mann, es ist ein verwirrender Palast. Ach genau, da ist... Okay, da kommen wir aber auch noch nicht rein.
Oder hin. Dim, 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 dim. Aber ich glaube, zu dem Loch hier mussten wir. Ich bin der Meinung, zu dem Loch mussten wir. Mussten wir hier? Ja. Ich glaube schon. Es sieht jedenfalls irgendwie richtig aus. Glaube ich. Zumindest. Kann man das nicht hier... Kann man hier nicht irgendwas aufmachen oder so? Könnte man noch irgendwas aufmachen oder nicht? Geh weg. Zack. Musste man hier nicht irgendeins von diesen Viechern oder Dingern hier aufmachen? Geh weg. Du auch. Ah nee, warte. Jetzt konnten wir jetzt hier lang oder sowas? Ja, jetzt kommen wir hier durch, aber wir haben keinen Schlüssel. Geh weg. Ich bin verwirrt. Das ist echt nicht cool. Dann fallen wir doch mal das Loch da hinten runter. Oder so. Alter, dieser Dungeon, ne, ist so abgefuckt. Mal gucken, wo landen wir hier? Wo landen wir hier? Hier, ah, okay. Gut, wir mussten doch hier runterfallen. Wir mussten sogar wirklich dort runterfallen. Putz. Finden wir noch irgendwie ein paar Herzchen oder so? Ich glaube... Nicht, nein. Nicht wirklich. Nicht viele zumindest. Okay, Moment. Wir mussten aber... hier raufgehen. Damit wir hier keine Löcher mehr haben, genau. Und jetzt müssen wir nämlich... Wir dürfen den Krug nicht hochheben. Hier rüber. Oder auch nicht, okay. Schade. Aber das hier führt uns jetzt zu dem Item, genau. Magischer Feuerstab. Okay. Oh, ich wollte nicht... Oh, ich wollte nicht nach ganz oben. Moment, aber man kann da rüber. Also man kann hier wieder zurück, indem man sich da irgendwie rüberzieht. So. Gut. Gut, das hätten wir. Jetzt können wir auch den Dungeon vollenden. Oh, ist das ein behinderter Dungeon, ne? Ohne Witz. Ohne Witz. Das ist so ein... Oh, anstrengender Dungeon vor allem. Wir haben schon wieder 999 Münzen. Meine Güte. Vor allem muss man hier nicht jeden Weg abgehen. Wie gesagt, man müsste nur hier rein, den Master Key holen und das Loch da, das eine Loch runterfallen. Mehr müsste man nicht machen. Man muss da oben nicht rein. Weil, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wozu die ganzen Räume gemacht haben. Aber gut, wir haben jetzt den Feuerstab hier, genau. Und zack. Oh, ja. Können hier uns dadurch diesen Eingang aufsprengen. Und müssen uns hier einmal... Nein. Hier durch. Nach hier oben. Okay, da nicht lang. Aua. Dann hier lang. Ach doch, okay. Ja. Und hier lang. Damit wir hier lang können. Und uns. Aua. Huh, close enough. Diese Truhe holen können. Und damit wir den Weg jetzt nicht nochmal laufen müssen, kann man den Spiegel einsetzen. Und wir sind wieder hier. Das ist ziemlich cool. Kann man. Nein, kann man nicht, okay. Warum ist der da? So, und jetzt hängt der Dungeon auch komplett zusammen. Jetzt müssen wir noch einiges machen. Und zwar in erster Linie irgendwie aufpassen. Und zwar jetzt hierauf treten, glaube ich. Genau. Geh weg. Hierauf treten. Geh weg. Hierauf. Und dann können wir erst nach hier unten. So. Jetzt müssen wir erstmal diese ganzen Viecher hier besiegen. Geht einfacher, indem man so macht und so macht. Denn dadurch, ja, verbrennen Mumien. Macht ja auch Sinn, ne? Noch eine. So, Magie auffüllen. Das ist praktisch hier in dem Dungeon schon dann, die weitere, also die Magieleiste zu upgraden zu haben. Weil man hier viel mit Magie arbeiten muss. Ja. Mann, geh weg! Nein, aua!
Nein. Okay. Oh, hier. Öffnen. Genau. Ich wusste, es ist einmal in diesem Dungeon hier. Mindestens. Okay. Zack. Zack. Okay, gut gefightet. Gut gefightet, Doki. Ich bin stolz auf dich. Oh, danke. Ach ja. Und schon sind wir, glaube ich, beim Endboss. Geh weg. Diese Hand nervt. Ich glaube, wir sind beim Endboss schon. Ja, wir sind beim Endboss. Ja, ist eine riesige Motte. Man kann sie, soweit ich weiß, ja, mit dem Schwert besiegen, aber man kann es auch so machen. Okay, ich habe gar nicht keine Magie mehr. Okay, ich habe keine Magie mehr. Wo ist denn die Hitbox hiervon? Irgendwie verwirrend. Wie viel Damage hält er da? Oh, danke, endlich. Er hält ein bisschen was aus, ne? Aber... ja, wir haben mit einem Herzen überlebt, ist okay. Und dort ist der nächste Kristall, Leute. Zack. Hab ich diesen Part überhaupt irgendwas Produktives gelabert? Ich komme mir momentan so vor, als ob ich einfach komplett neben der Spur bin und total wenig rede während des Parts und wenn, dann laber ich nur Scheiße oder, ja, bin so ein Gedanken die ganze Zeit, habe ich das Gefühl, aber okay. Doki, ich danke dir, du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört? Hier, was ich darüber weiß. Wenn ein Wesen mit bösem Sinne über die Macht des Triforce verfügt, naht die große Zerstörung. Die Legende erzählt aber auch, dass dann ein Held kommt, der gegen das Böse kämpft. Dieser Held wird ein direkter Nachfahre der Ritter von Hyrule sein. Nicht wahr? Nicht wahr? In deinen Adern fließt das ritterliche Blut. Dann musst du Zelda retten. Dich erwarten viele Prüfungen, bis du der legendäre Held bist. Hast du alles verstanden? Ja, hab ich. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Yo! Und unsere Magieleiste ist wieder voll. Ich glaube, ich habe den Kampf nie so schwer in Erinnerung gehabt. Hä. Gut, können wir uns eigentlich in dieser Welt mit dem Vogel porten? Nein. Können wir nicht. Aber ich glaube, es geht auch allgemein im Wald nicht, oder? Ja, wisst ihr was? Zack. Was ist eigentlich an der Stelle da, wo der Palast ist? Ist da der Eingang zum... Oh Gott, ja, das ist der Eingang zum Masterschwert, okay. Geht das hier im Wald? Ich glaube nicht. Dililililim. Doch, es geht. Wir wollen jetzt nämlich... ja, nach hier kommen. Und hier runterspringen. Und dann... zum nächsten Palast schwimmen, Leute. Und wir können noch mal ein paar... Oh ja, wir können noch... Oh ja. Wir können noch mal ein bisschen was spenden hier. Wir haben ja ganz viel Geld, ganz viel Kohle. Können ja einiges spenden eigentlich, ne? Och ja, das machen wir auch mal. Hallo. Ich werfe ein paar... 50. Horoskop für heute. Du hast eine zufriedene Zukunft. Hallo? Und noch mehr. 50. Ich kann es ja vorspulen eigentlich, ne? Genau, Bomben tragen. Okay, das waren jetzt 25, aber okay. Nochmal 25. Sorgenvolle Zukunft. 50. Wir haben ja das Geld, also wir können uns jetzt eigentlich komplett voll machen. 50. Und das kann ich auch vorspulen. Ich glaube, ob ich das jetzt... im Nachhinein vorspule oder währenddessen vorspule. Ist ja eigentlich relativ brain, ne? So, 40 Bomben. Ich werfe ein paar. 50. Dass sie nicht gleich 100 Rubine werfen lassen. So, ich weiß nicht. Das wäre noch sinnvoller. So, wir können jetzt 50 Bomben tragen. Ich weiß gar nicht, ist das Maximum? Ist das das Maximum? Ich weiß es nicht. Ja, ich werfe ein paar. 50. Mehr Bomben tragen. Leider kann... Ah. Hier eine Rubine zurück. Was hat sie mit Zoras gesagt oder sowas? Oh. Egal, okay, dann müssen wir jetzt mehr Pfeile wählen. Was heißt müssen? Also ich meine, noch mehr Pfeile sind doch schön, ne?
Hallo, ich möchte mehr Pfeile tragen, bitte. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es bald. Müssen das ja eh machen und dann, ja, den nächsten Part packen wir in diesem Part packen wir eh nicht mehr, den nächsten Palast. Also von daher können wir das ja auch noch schnell hier machen. 40 Pfeile tragen, cool. Doch, ich will reinwerfen. 50. Überaus glückliche Zukunft. Cool. Na, ich will werfen. 50. Mehr Pfeile. 45 Pfeile. Einmal müssen wir noch. Zack. Überaus glücklich. Ich werfe ein paar. 50. Mehr Pfeile tragen. Ganz maximal. Nun kannst du maximal. Ich hoffe, das freut dich. So. Bomben könnten wir nicht mehr tragen, aber Pfeile können wir noch mehr tragen, oder? Können wir noch mehr Pfeile tragen? Nee, ich glaube nicht. 50. Pfeile. Kannst du... Oh, 55 Pfeile, okay. Wir bräuchten einen Rubin, scheiße. Moment. Wir finden hier auch sicherlich irgendwo einen Rubin, oder? Komm, irgendwer gibt uns jetzt hier gleich einen Rubin, bitte. Komm, gib mir einen Rubin. Ja, perfekt. Okay, dann haben wir gleich nämlich 0 Rubine. 0 Rubine. Zack. Mehr Pfeile. 60 Pfeile, aber das ist jetzt das Maximum, oder? Ich meine, mehr kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.